7, 10. Und wir warten auf Rob the Flieger. Drittes Mal heute im Winner Circle. Und das wird dann wieder eine Aufgabe für Handzeichen. Und das zehnte Rennen, meine Damen und Herren, war der Preis der Firma EDK Schroff, Jupp Wiedemann Memorial. Und der wurde gewonnen von Rob de Flieger, der hat heute Topform. Und er gewann mit Dylan Meadow. Und da ist er, meine Damen und Herren. Nochmal ein Applaus für Rob de Flieger. Er fand das so schön das letzte Mal. Er ist schon wieder zurück. Wir gehen zur Siegerehrung, meine Damen und Herren. Preis der Firma EDK Schroff Jupp Wiedemann Memorial. Die Blumen für Rob de Flieger. Natürlich ein Pokal, ein bisschen kleiner als der letzte. Aber Rob muss auch ein bisschen Platz im Wagen behalten, weil er hat mehrere Leute heute dabei, die auch wieder mit zurück müssen. Und das schafft er jetzt. Wir machen ein schönes Siegerbild. Betty Balkenende am Kopf des Pferdes. Und weil es so schön war, meine Damen und Herren, reden wir nochmal mit Rob de Flieger, der sich bedankt bei den Sponsoren. Rob, gratuliere. Ich habe gerade gesagt, der letzte Form stand nicht drin. Ein Sieg in Groningen, da war das schon gut. Ja, da war das schon gut und das war auch kurze Distanz. Das war 1700 Meter, heute war 1600 Meter, aber er mag eigentlich ein bisschen länger, weil von Start auf hat er immer Schwierigkeiten, um mitzukommen. War auch heute so, aber ja, das letzte Stück war sehr stark. Ja, der war sehr stark. In Groningen kam er übrigens auch aus der zweiten Reihe. Da hat überhaupt kein Problem mit welchem Rennverlauf auch, oder? Nein, das ist eigentlich ein ziemlich unkompliziertes Rennpferd. Nur von Start auf kann er ein bisschen schneller sein, aber das macht er die letzte gerade immer wieder gut. Um das mal in Perspektive zu setzen, dieses Pferd läuft in Holland eigentlich nie in Wolfega. Warum nicht? Ja, der Besitzer kommt in der Nähe von, wohnt in der Nähe von Groningen und ja, er ist gut, aber ich denke nicht gut genug für die PMU-Veranstaltungen in Wolfega. Und das sind immer schwere Rennen. Da kann er vielleicht einen dritten oder vierten Platz mitnehmen und in Groningen kann er gewinnen. Und dann gewinnt er eigentlich gleich, aber Montag ist die Rennen in Groningen vergessen und die Rennen von Wolfega, die weiß ich jetzt 4 Tage später immer noch. Jetzt ist die Rennen in Groningen vergessen. Wir sind Groningen jetzt auch vergessen, weil es fängt jetzt wieder an in Mai 2017. Was machst du mit dem Pferd? Kriegt ihr jetzt Urlaub? Ich habe eigentlich gerade an Uwe Sevens gefragt, ob er vielleicht nicht jede 3 Wochen eine Veranstaltung machen kann. Aber er wird das in Überlegung nehmen, aber dieses Jahr nicht mehr, denke ich. Nee, ich muss noch überlegen mit Besitzer, was wir machen. Aber ja, er steht noch in einem Rennen in Wolfega, wo nur Groningen Pferde starten dürfen. Dass ich vielleicht noch etwas und sonst vielleicht Urlaub. Okay, ich muss eigentlich noch von ein paar Leute hier fragen, ob es Rob de Flieger heute gefallen hat in Bad Burkau. Ich stelle mal die Frage. ja, natürlich. Es hat Ihnen gefallen, meine Damen und Herren. Großen Applaus für Rob de Flieger mit 3 Siege heute, der Mann des Tages. Und er schießt noch mal ein paar Bälle, meine Damen und Herren. Bitte den Krankenwagen bereithalten. Oh, das macht er. Rob macht das mal selber. Mit dem Fuß. Mit dem Fuß. Die sind zu klein für meine großen Füße. Aber ich versuche. Er macht eine mit dem Fuß, meine Damen und Herren. Ich fange ihn auf, na, brauche ich gar nicht. Ging doch gut, Rob. Du kannst wieder zurück in die Bundesliga. Ja, aber mein zweiter Name ist immer noch kein Messi. Es ist kein Messi, meine Damen und Herren. Rob, du Flieger, vielen Dank.